So, willkommen zu dem heutigen Video. Ihr merkt es vielleicht nicht, aber ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir fahren heute die Energica Rebel. Es ist die 107 kW Variante, also nicht die RS. Und ja, ich versuche euch ein bisschen was über das Motorrad zu erzählen. Normal mache ich ja am Anfang immer so Fahrwerk, Motor und so, aber vielleicht mehr generell zu einer Firma. 80 Mitarbeiter, kommt aus Italien, relativ klein, Verkaufszahlen momentan 300 Stück pro Jahr. Und es gibt drei verschiedene Modelle, die SES, die Rebel und die dritte, voll verkleidete. Und dann noch Sondermodelle, also wie gesagt, von der gibt es auch die RS-Variante, wiegt dann glaube ich 10 Kilo weniger oder 25 PS mehr. Irgendwie sowas. Und ihr merkt, das ist natürlich nicht ganz so professionell, wie es sonst mir gewohnt sein, weil für mich ist es einfach heute alles neu. Ich bin 100 Bikes, über 100 Bikes vom Leben gefahren und hier ist irgendwie alles verschickt. Klar, keine Kupplung, hier unten kann man, gibt's keinen Ganghebel zum Schalten, sie hat einen Rückwärtsgang, man kann nirgends Benzin reinfüllen, also ist wirklich alles ganz verrückt. Und ja, was sie halt trotzdem noch hat, ist eine Kette, Reifen, und ich glaube, bei dem Modell muss man noch alle 45.000 Kilometer zum Getriebeöl wechseln. Also immerhin, das ist so wie sonst auch. Aber wie gesagt, was ein Synchron-Reluktanz-Unterstützer Permanent-Magnetmotor ist, ganz ehrlich, keine Ahnung. Interessiert auch keinen, solange scheppert. Ob das scheppert, das testen wir jetzt. Drei Sachen sollte man vielleicht noch wissen. Erstens, das Teil wiegt 260 Kilo, beziehungsweise die 275 Kilo. Die RS-Variante 260, das heißt 21 Kilo mehr als ein ZH2. Das ist ein guter Vergleich. Ist aber viel. Bin ich gespannt, wie man es beim Fahren merken wird. 0 auf 100, 2,6 Sekunden. Werden wir so wahrscheinlich nicht ganz austesten können. Aber wie gesagt, sie hatte für einen Rückwärtsgang Reichweite, wenn man es anscheinend richtig knacken lässt, so richtig, richtig 130, 150 Kilometer, ansonsten bis zu 400. Gibt die an und ich würde sagen, jetzt packen wir es und fahren los. Herzlich willkommen jetzt auf dem Bike. So, ich bin jetzt hier schon ein bisschen rumgeeiert, um mich ein bisschen dran zu gewöhnen. Ich glaube, so schnell gewöhnt sich da nicht dran. Ja, vor allem, was macht so ein Bike aus? Nicht nur Rekuperation, nein. Es fetzt einfach ab wie Sau. Eieieiei. Ansonsten ist es wie ein normales Motorrad. Nur krank. Ich glaube, der beste Vergleich, der mir jetzt unterwegs so eingefallen ist, das ist Alter, das ist Videospielmotorradfahren. Ich wünsche mir, ich wäre so schnell und dann bist du es einfach. Ich muss mich tatsächlich ein bisschen ans Motorrad gewöhnen. Vom Gewicht her geht. Alter. Hier, das ist halt echt strange. So Gänge nicht sortiert. Ne? Keine Ahnung. Kurve raus. Jesus Maria. Das Vorderrad kurz ein bisschen leicht. Ich glaube, der hat aber eine Wheelie-Kontrolle, die mit der TC verheiratet ist. Bin ich mir nicht ganz sicher. Okay. Oh, sorry, ey. Bratan, das ist echt nicht schlecht. Okay. Das Heck federt ganz schön gut aus, du. Jesus Maria. Alter! Ja, das ist ganz schwer in Worte zu fassen. Wie gesagt, ich bin über 100 Bikes gefahren. Sowas noch nie. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Von der Beschleunigung und so. Na, da war das Öl. ist es halt ein Traummotorrad. Es ist einfach genau so, jo, Kollege, wie du es haben möchtest. Ganz genau so. Also, Gasannahme ist einfach kurz in Leer. Also, so hier Leerweg über Brücken. Jetzt hängt sie sozusagen am Gas. Man hört das Surren von vorne. Jo, alles klar. Alles klar, Brudi. Kurve raus. Boah. Da kriege ich echt Puls gerade, ne?
Und das heißt Range, weil normal zieht man hier auf, aber da muss man echt aufpassen. Jesus, Maria und Josef, heilige Makrele. Was ist mit dem Ding los, Mann? Ja, gut, wenn man das Gas aufrollt, ist es auch kein Thema. Ey, aber der wird einem echt schlecht, jetzt ohne Scheiß, weil das einfach so abartig anschiebt. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, eure Fragen. Jetzt haben wir uns ein bisschen eingegroovt. Die wollen wir ja auch beantworten. Ihr seht schon Reichweite. Aber es sind 88 Kilometer, weil ich so hier rum eskaliert bin. So, Thema Reichweite. Also, wenn man den Modus des stärksten Rekuperierens verwendet, dann schafft man gut 200 Kilometer. Man benutzt dann die normale Bremse, tatsächlich ein bisschen weniger, hat dann eine Motorbremse, die mich ziemlich stark an die der Super Duke 1290 erinnert hat und lädt eben derweil seinen Akku wieder. Aktueller Stand, bauen wir in Deutschland rund 300 Ladesäulen pro Woche, das ist leider zu wenig. Dennoch mit ein bisschen Planung kann man auch mit den Ladesäulen, die es jetzt schon gibt, eine ganz ordentliche Tour mitfahren. Und an einem Supercharger lädt die Rebelle eben 80% des Akkus in 30 Minuten auf. Das heißt anstecken, kurz Zigarettenpause oder was auch immer, Käffchen trinken. Und ihr habt wieder 80%, wenn ihr ganz leer gefahren hättet. Beim Lastwechsel wird sie vorne ein bisschen nervös. Ich weiß nicht, ob die Lenkungsdämpfer hat. Und keult ein bisschen. Ja, auf der Bremse ist sie schon stabil, aber die kommt hinten gut hoch. Muss auf Fahrwerk noch ein bisschen was einstellen. Boah. So, ja, was kann ich schon mal sagen über das Fahrwerk? Fahrwerk ist nicht schlecht. Ist eigentlich ganz komfortabel, muss man zugeben. Ist auch gut abgestimmt auf das Gewicht von dem Bike. Jetzt beim harten Anker hat man gemerkt, dass es so ein bisschen zu shaken anfängt. Und hat so ein bisschen... weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Kennt ihr es, wenn ihr ein Auto habt und ihr ballert in die Kurve rein und es schiebt euch vorne über die Achse? Muss man echt aufpassen mit dem Rekuperieren im stärksten Modus. Ein bisschen so halb das Gefühl ist das. Dass sie so ein bisschen noch weiter reinschiebt. Woran kann das liegen? Wenn du das Gas aufgezogen hast, macht es auch. Also ist nicht am Rekuperieren. Ich vermute mal, es ist Gewicht vielleicht, weil es auch so tief ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall der Eindruck ist da. Also ich wollte schon den Sicherheitskuppler machen. Ansonsten vom Fahrwerk ist der echt nicht schlecht. Lenkungsdämpfer weiß ich jetzt echt nicht. Müsste eigentlich bei der Leistung schon verbaut sein. Es ist nicht super handlich. Das ist klar, kann die auch nicht sein. Aber die ist handlicher als gedacht. Wie gesagt, das ist so ein Niveau ZH2. Die fühlt sich genau gleich an. Oder nicht genau gleich, die fühlt sich sehr ähnlich an. Ja, also vom Motor nicht überzeugt zu sein, ganz ehrlich, ist eine Lüge. Also, das scheppert dich einfach weg. Das ist so. Das ist wie Computerspielmotorrad fahren. Ich will 100 fahren, da bist du bei 100, bitteschön. Absurd. Absurd auf der Straße vor allem. Bringt überhaupt nichts. Total für die Katz. Lappen instant los. Also da kann keiner sagen, und ich muss eher sagen, ich bin auch so ein SR, Elektrobike, ich brauch Sound, ja, der fehlt mir ein bisschen. Aber das ist vielleicht auch einfach Gewöhnungssache. Der Motor ist halt krass, ne? Das ist das, was man versucht seit Jahren einen Benziner anzuzüchten. Kann der einfach. Und das muss man den E-Bikes halt lassen. Und das ist halt butterweich dabei. Zum Thema Preis. Das günstigste Modell ist die SES. Die gibt es mit einem kleinen Akku, 13,4 Kilowattstunden für 19.499 Euro. Der Maximalpreis ohne Zubehör wie Taschen etc. liegt bei 35.200 Euro ungefähr.
Ego, also Sportlermodell, Basispreis, kleiner Akku, 13,4 Kilowattstunden, liegt bei 23.400 Euro. Maximalpreis, wenn man alles reinpackt, Ölinzeige und so weiter, 41.300 Euro. Und die Rebell gibt es nur mit großem Akku aus 21,5 Kilowattstunden, liegt bei 27.888 Euro. Und ohne Zubehör wie Taschen, aber voll ausgestattet 36.940 Euro. Man könnte dem Motorrad vorwerfen, das hat zu wenig Emotionen. Das stimmt, so wenn man es hier im Berg runterrollt, jeder kennt es bei 3.000-4.000 aus dem Auspuff hinten, die hat da keinen Auspuff. Da wäre es schon schön, da fehlt ein bisschen Emotion und so ein bisschen Motorgeklemper und Gezucke wäre natürlich auch nicht so schlecht. Ja, das Fahrwerk könnte ein Ticken mehr Härte vertragen, jetzt so in, also, oder, ich weiß gar nicht, was das ist, Torsionssteifigkeit? Man hat das Gefühl, die wobbelt dann so ein bisschen. Wobbeln. Jetzt würde ich ja das Ding gern da abstellen. Bin mir halt nicht ganz sicher, weil die hat ja keinen Gang, ne? So. Okay. Zündung aus. Das hat schon mal Spaß gemacht. So, ich versuche mal kurz im Selfie-Modus ein kurzes Zwischenfazit zu geben. Da hinten steht die gute. Junge. Das Teil schiebt aus der Kurve raus. Total verrückt. Du musst vor allem richtig stark umdenken, weil normal gehst du durch die Kurve durch. Bis am Scheitelpunkt und fängst an, das Gas aufzurollen. Machst du mit dem natürlich auch. Nur das Teil schiebt halt brutals nach vorne auf einmal. Das ist mir echt nicht gewohnt. Also an der Stelle muss man wirklich umdenken. Aber abartig, wie das anschiebt. Wirklich abartig. Und es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Ist so eine super coole Strecke hier. Ich weiß nicht genau, wo ich hier bin. Aber super cool. Ihr seht ja super schöne 180-Grad-Kurven. Natürlich habe ich Jeans an. Also Knie geschliffen wird heute nicht, würde mich jetzt auch nicht trauen, muss ich zugeben. Was sicherlich auch ein bisschen daran liegt, es hat schon eigene Fahreigenschaften, sagen wir es mal so. Mal ganz kurz gucken, ob das Teil einen Lenkungsdämpfer hat. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, die schlackert ab und zu. Ne, ich glaube, die hat keinen Lenkungsdämpfer. Vielleicht ist das auch was, wo ich mir irgendwie gedacht habe, okay, weil die schlackert wirklich wild rum manchmal, wenn man Gas gibt. Also es ist nicht überwild, aber man merkt es halt, ne? So, andere Biker gucken auch. Also Blicke kriegst du auf jeden Fall mit dem Motorrad. Ja. Ne, macht Bock ohne Ende. Was ich mag und was ich nicht mag, ja, weil das ein kontroverses Thema ist, drücke ich mich jetzt mal sehr direkt aus. Positiv ist definitiv, wie das Drehmoment anliegt. Das ist einfach nur der ultimative Vorteil von einem E-Bike. Da kommt ein Verbrenner einfach nicht dran und das ist wirklich beeindruckend und viel krasser als alles, was man bisher so kennt. Das Bike ist auch mit Sicherheit gedrosselt in den ersten Gängen untenrum, beziehungsweise die Traktionskontrolle greift da sehr stark ein, sonst würde es noch viel Ärger anschieben. Und ja, das ist eben der große Vorteil dieser Bikes. Weder positiv noch negativ finde ich das Aufladen, ist das einzige Bike mit Schnellladesystem. 30 Minuten für 80% und damit wieder rund 200 Kilometer fahren, das ist okay. Und wenn man planen möchte, auch wirklich vertretbar, sobald mehr Ladestationen gebaut wurden, sicherlich auch ein positiver Punkt. Deshalb für mich weder positiv noch negativ. Ebenfalls neutral, weil es meine Meinung ist, dass mir die Verbrenner-Emotionen fehlen. Aber ich bin Mitte 30, ich habe auf Bikes mit Vergaser gelernt und die haben dann nach Benzin gerochen, da hat es im Schiebebetrieb hinten richtig rausgeknallt. Flammen gab es auch hin und wieder mal und auch die Tuono ist kein Freund leiser Töne. Das hat mir jetzt natürlich schon ein bisschen gefehlt, um ehrlich zu sein. Aber es ist nun eben was Subjektives, das muss jeder für sich bewerten. Haben vermutlich jetzt viele Verständnis dafür oder sehen es auch ähnlich. Aber in 30 Jahren werden Kids zu uns sagen, hey, warum seid ihr so komische Motorräder gefahren, die so komisch gerochen haben. Ne? Ebenso rein subjektiv, mir fehlen die Kupplung und das Schalten. Die Kupplung als Kontrollinstrument und Schalten mit Blipper, weil es Spaß macht, ja, und mir ein Gefühl von Kontrolle gibt. Die Rebell erinnert mich da ehrlich gesagt schon so ein bisschen an den Roller. Kommen wir zu den negativen Seiten von dem Bike. 270 Kilo. Das ist wahnsinnig viel für ein sportliches Motorrad. Das kann man auch
zwar durch einen guten Rahmen und ein Fahrwerk so ein bisschen abfedern und auffangen, aber es bleiben halt 270 Kilo. Und die spürt man eben. Beim Anbremsen merkt man, wie der Rahmen arbeitet und der flext dann so ein bisschen und verwindet sich. Und es vermittelt jetzt nicht das allerbeste Gefühl. Also ist da ein bisschen schwierig, aber nochmal, die Firma ist rund 5 Jahre alt, 80 Mitarbeiter. Das muss man schon in Relation sehen, was sie da auf die Beine gestellt haben, ist schon wirklich gut. Zugstufe Hinterrad, ja, die ist einfach Offset. Die ist einstellbar, aber so wie sie war, ist ja tatsächlich kurz vor gefährlich. Im Zweifel auch Öl ins Fahrwerk mitbestellen. Und eine Kleinigkeit, die mich gestört hat, am Tank gab es unten so eine Ausbeulung, so einen kleinen Wulst. Da habe ich den Knieschluss nicht hinbekommen. Es ist eine Kleinigkeit, aber es hat eben eine nervige Kleinigkeit. Zum Fazit. Und würde ich mir jetzt eine Rebell kaufen? Na, erstens, ich kann sie mir gar nicht leisten. Aber auch wenn... Sie wäre nicht das erste Bike in der Garage. Neben der Tuono, der Bonneville, würde ich dann noch eher noch eine Tenere 700 kaufen, dann eine Honda CR 450 Supermoto. Als fünftes Bike dann, ja klar, wieso nicht. Auch wenn ich, wie viele von euch, noch in der Verbrennerwelt zu Hause sind, die Rebell hat doch eins geschafft und das muss man wirklich sagen. Und das ist einem die Angst vor der elektrifizierten Zukunft zu nehmen. Denn obwohl sie heute vielleicht nicht alles bietet, was ich von einem Motorrad erwarte, so weiß ich zumindest, es geht in Zukunft weiter. Ist anders, als sie es gewohnt sind, aber es geht auf jeden Fall weiter und es ist immer noch ein Motorradfahren. Wer sich selbst davon überzeugen möchte, spreche gerne das Autohaus Ramsberger in Nürtingen an. Und sind unten verlinkt, auch der Ansprechpartner. Und ansonsten bis zum nächsten Video.